Mein Name ist Klaus Wolfkamp und das ist mein Kanal. Herzlich willkommen zum Caddy-Umbau Teil 2. Ihr erinnert euch, wir bauen einen VW Caddy für Schäferin Christiane zu einem Schaftransporter um. Ob uns der Caddy-Umbau wirklich gelingt oder ob wir am Ende doch noch an diesem Projekt scheitern werden, das erfahrt ihr in diesem Video. Heute geht es also weiter. Dieses Projekt ist übrigens eine Kooperation mit dem YouTuber Trackbreaker. Alles begann in einer leeren Garage voll mit Material und Werkzeug und einer guten Idee. Wie ihr schon im ersten Teil gesehen habt, ist schon einiges fertiggestellt worden. Aber der neue Caddy selbst ist immer noch ein ganz normales Fahrzeug im Originalzustand. Die eigentliche Transportbox für die Schafe ist inklusive Stahlboden zusammengebaut. So sieht die Box von innen und von außen jetzt aus. Jetzt folgen die ersten Vorbereitungen, um die Arretierungen im Caddy anzubringen. Als nächstes wird die Bodenplatte der Transportbox im Auto befestigt. So sieht die befestigte Bodenplatte nach dem Einbau im Auto aus. Nach einer kleinen Kraftanstrengung steht dann auch endlich die Transportbox rutschsicher in den vorbereiteten Nuten. Ein Probesitzen ist inbegriffen. Jetzt wird die Bodenplatte aus Stahl wieder in die Box eingesetzt. Das Projekt ist abgeschlossen. Nun können sich die Schafe auf eine gemütliche Fahrt im eigens für sie gebauten Schaftransporter freuen.